Ja, was hier so ein bisschen fehlt, ist ein einfacherer Stick-Button. Also, man kann zwar jemanden Ach, es gibt folgen, einen aber sogar, ein. oder was? Nein, du kannst aber natürlich Rechtsklick und dann auch Folgen machen bei mir, ne? Als hättest du mal vorher sagen sollen. Das hatten wir das letzte Mal schon festgestellt. Ich habe gedacht, du erinnerst dich an sowas. Nein. Oh ja, das sehe ich jetzt auch. Gut, ich glaube, ich bin. Ja, jetzt sind wir richtig. Du musst immer dahin fliegen, welcher Flugpunkt gerade lila leuchtet. Ja, aber Ilox ist das doch. Ach, ich muss auch zum Taxi, alles klar. Hey, du musst jetzt prinzipiell den Willkommen. ganzen Weg wieder Bitte zurück. wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Oder du portest dich zur Ja, Polizei an. wir müssen zu Cedrax Büro. Genau, da wo Holiday war. Stimmt, da waren wir ja eben schon. Genau. Du hast völlig recht. Also während Gran hier irgendwie durch die Gegend ist. Also man findet auf diesem Planeten hier auch erstens Mod-Händler, man findet hier zweitens einen AHA und auch Craft-Trainer, wie das ja, Aber ist auch aber auf ist auch auf jedem, also jedem. wie in der Flotte, oder nicht? Wie in der Flotte, das ist richtig, das ist aber nicht auf zwingend jedem Planeten der Fall. Von daher, und es gab hier auch, es gibt oder gab, nein, gab, hier ein weiteres Auktionshaus, was nichts mit dem GTN zu tun hat. GTN. Galactic Trade Network. Ah, okay. Und womit hat das was zu tun? Nur mit hier dem Huttenkartell oder was? Genau. Die sind mittlerweile alle verlinkt, freundlicherweise. Aber früher waren das zwei in sich geschlossene Kreise. Ah, okay. Gut, ja gut, wenn sie jetzt verlinkt sind, dann braucht man ja immer nur noch die eine. Dann muss man. Früher muss man echt hier extra hinfliegen, um das sich anzugucken. Das ist richtig. Also hier gibt es auch, es gibt früher die, es gibt später diese CGI-Missionen. Dafür gibt es dann auch hier den Rufhändler dafür, aber das machen wir dann irgendwann mal. Ich habe, glaube ich, gerade eben dich gesehen. Das kommt vor. Nee, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich richtig laufe hier. So, da ist auch schon die nächste Instanz wieder. Ja, das ist wieder hier sein Büro. Hooray, hooray. So. Ich kann es dir nicht Ah. erklären, wenn ich sie sehe. Es tut mir leid. Sie stöhnt auch sehr stark bei dir, ne? Mal schauen, was sie bei mir jetzt macht. Oh, Taran. Was Ja. für eine verwegene Idee. Ich sollte wohl lieber vorsichtig sein, bevor ihr noch eine habt. Liebste Holiday, meine besten Ideen behalte ich mir doch immer für dich vor. Verzeihung bitte. Ah, seid gegrüßt. Ich hatte den Lanzen ja versprochen, ihnen bei der Zerstörung der Fabriken des Huttenkartells zu helfen. Und ich habe die perfekte Lösung dafür gefunden. Vor einigen Jahren habe ich den Ausweis eines Sith-Aufsehers erworben. Ich habe ihn mit den Rechten zum Auslösen der Verteidigungsanlagen versehen. Bringt alle um und schaltet die Fabriken ab. Ich werde keine unschuldigen Fabrikarbeiter töten. Es muss einen anderen Weg geben. Jedi, diese Leute stellen Spice fürs Huttenkartell her. Und Clage wird sich nicht so leicht täuschen lassen. Ihr seid doch ein Genie, oder etwa nicht? Es gibt kein Problem, das mein Taran nicht lösen könnte. Ich habe einen Resonanzschlüssel. Ein seltenes Gerät. Nun gut. Bringt ihn am primären Kontrollknoten an und Clage wird das Signal als Netzwerkfehler registrieren. Die Steuerzentrale des Verteidigungsnetzes befindet sich nahe der Fabriken im unteren Industriesektor. Ich helfe euch weiter, wenn ihr dort seid. Ihr seid nicht zu beneiden. Die Gegend ist ein einziger giftiger Albtraum. Dazu noch imperiale Soldaten, patrouillierende Droiden und Schlimmeres. Furchtbar. Gut. Seid bloß vorsichtig im unteren Industriesektor, Jedi. Bin ich. Kein Problem. Jetzt schickt er uns in den unteren Industriesektor. Das klingt auch nicht gut. Aber wir können das Ganze friedlich regeln. Es geht auch Ja. anscheinend wieder. Eine Möglichkeit, wie man das ja, gut regeln kann. Hast du ihm nicht, hast du nicht seinen Intellekt gestreichelt? Wieso Wieso sein? sein Doch, die doch? doch. Ich habe gesagt, er ist ein Genie und er hat mir dann so ein Resonanzgerät gegeben. Und damit kann ich es ja friedlich lösen. Also ich dachte auch, ich hätte die jetzt, müsste die jetzt killen, aber nee, ist nicht.
Aber es ist komisch, dass Kaizen jetzt nicht drauf reagiert hat, ne? Wo ich da irgendwas gesagt habe. Das fand er... Naja. Manche Dinge sind für Kaizen einfach selbstverständlich. Also nur weil du jetzt meinst, du müsstest das Richtige tun, heißt das jetzt noch lange nicht, dass du davon Cookie kriegst. Ich will aber Cookies. Nein, also jedes Pet, was man bekommt, hat einen gewissen Ehrenkodex und es gibt auch gewisse Sachen, die Pets halt einfach nicht mögen. Und Kaizen ist halt der typische Jäger. Ne? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Und dass man halt Prey umbringt, was zu schwach ist. Ja, ne? Ja, ich weiß nicht. Also eben habe ich ja auch nicht schwach reagiert, ne? Nach dem Motto, ja, ich kill die. Aber das fand er trotzdem was gut. Nee, es hat ja nicht mit schwach reagieren zu tun. Das hat was damit zu tun, was ist denn die Beute? So wehrlose Handwerker umbringen. Ja, aber das sind doch alles Kriminelle. Das ist egal. Aha. Wo fliege ich denn lang hier? Du musst dir das ungefähr so vorstellen, das ist wie ein Karnickel im Wald. Das Karnickel kann den Puff operieren, aber wenn das Karnickel nicht, stark genug ist, um eine Herausforderung zu sein. Ja, interessante Metapher, aber, ne? Ja, mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. So. Karnickel rammeln und hast nicht gesehen, um beim Ambiente zu bleiben. Wachvollstrecker-Druide. War das der Weltenboss? Nein. Oder war das einfach nur ein dicker Elite? Das ist einfach nur ein dicker Elite. Und wer hätte es gedacht, wir müssen wieder auf die andere Seite der Karte. Das ist immer so. Also diese Planeten hier, die haben das aus irgendwelchen Gründen in sich. Irgendwie scheinen die Entwickler gemeint zu haben, wir haben uns jetzt hier so viel Mühe gegeben. Das müsst ihr euch einfach mal alles angucken. Genau, wir müssen die Spieler zwingen, sich das anzuschauen. Alle wenn wir, genau, wenn wir übrigens im wären, wären die Leute hier nicht aggro. Echt? Ah, natürlich. Die haben es leichter gleich als wir, oder? Nein, das sind ja imperiale Leute. So, Schießen die mit Raketen auf mich? Kann Gram gerade nicht helfen, weil meine Katze gerade meint, sie müsste sich auf meiner Tastatur niederlassen. Ja, solange du das überlebst. Weiß ich nicht, ich sehe ja nichts. Ich bin hier gerade schon da, wo ich hin muss. Das ist auch nur ein Stückchen weiter. Das ist super. Verteilen ich sehe trotzdem nichts vor lauter Fell. Ja. Unsere Katze pennt hier. Das ist gut, die soll auch weiter pennen. Jetzt fängt die an, mich zu nerven. Stopp! Dies ist eine imperiale Kontrollstation. Oh, imperiale. Ich bin autorisiert, tödliche Gewalt einzusetzen, um die Interessen des Kartells und des Imperiums durchzusetzen. Verratet mir, was ihr hier wollt. Eine Inspektion! Sith müssen Captains keine Rechenschaft ablegen. Ich stelle einen Bericht über diese Operation zusammen und ich hoffe, dass ihr Antworten für mich habt. Aber wir hatten nicht erwartet. Entschuldigt vielmals. Die Produktion ist gesunken, aber wir treiben die Arbeiter stärker an. Nächsten Monat verdoppeln wir die Quote. Jetzt sterbt ihr, Bab. Wertloser Narr. Der Wohlstand des Imperiums steht auf dem Spiel. Inkompetenz wird bestraft. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass die Produktion gesteigert wird. Genug. Geht und poliert eure Stiefel oder was auch immer ihr tut. Ich kümmere mich später um euch. Ja, natürlich. Sofort. Haha, verarscht. So. Jetzt müssen wir irgendwo das Gerät anbringen. Völlig unauffällig. Ist das nicht hier? Da. Gute Arbeit, Jedi. Der primäre Kontrollknoten ist aktiv. Bringt den Resonanzschlüssel am Knoten an. Plage wird schon bald annehmen, dass die Fabriken zerstört wurden. So, können wir Clage verarschen? Wir kriegen einen Anruf. Das ist bestimmt Clage. Jedi, hier ist Clage. Ich habe das Verteidigungsnetzwerk des Huttenkartells überwacht. Die Operation lief glatt. Die Fabriken waren völlig unvorbereitet. Ihr habt wahres Talent.
Geduld erweist sich oft als der beste Ansatz. Geduld, was? Das werde ich mir merken. In der Zwischenzeit habe ich etwas für euch. Der Meister selbst hat davon gehört. Er will, dass ihr höchstpersönlich vor ihn gebracht werdet. Der Meister will mich treffen? Ich hoffe, ich bin dessen würdig. Der Meister wartet in unserem Hauptquartier im Rotlichtsektor. Es ist in einem alten Geschäft. Hier, ich lade die Position auf eure Karte. Also, dem Kaisen gefällt's überhaupt nicht, wenn ich mit dem irgendwo in... Also, das hätte ich mir vielleicht gewünscht, ne? Dass man da... Sorry. Also, jetzt kann ich ja reden. Das hätte ich mir gewünscht, dass der Kaisen das kapiert, dass man vielleicht bei denen mitspielt und nur so tut, als ob. Aber das scheint er nicht zu kapieren. Aber ich gut, kann nicht, man... Ich habe für ihn positive Punkte bekommen. Ja, und was soll ich jetzt noch hier machen? Bin gerade ein wenig überfragt. Es kommt immer drauf an, was du ihm sagst. Begib dich ins Hauptquartier. Ich habe hier noch so komischerweise eine Quest. Ach, das ist wahrscheinlich bei dir, oder? Mhm. Ja, das ist auch verwirrend. Wollte ich schnell machen. Und bleib an der Ecke hängen. So. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Wir müssen ins Hauptquartier. Und müssen wir da jetzt schon... Treffen wir da jetzt schon unseren Meister oder nicht? Schauen wir mal. Da ich nicht genau weiß, wo ich jetzt hinreisen muss, werde ich jetzt mal kurz zu dem Punkt hier reisen. Ja, wie gesagt, ich hänge jetzt hier gerade ein bisschen hinterher. Ne? Feline Intervention. Wir müssen aber noch meinen Rotlichtsektor. Also ich schätze, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja. So, ich tucker schon mal vor. Aber du kannst dich ja in den Rotlichtsektor porten. Ich wusste nur nicht genau, in welchen Sektor wir rein mussten. Aber ich finde, das haben sie gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Auch die Fluganimation. Also man muss einfach mal sagen, also das kommt einem jetzt vielleicht auch ein bisschen kurz vor, was wir hier veranstalten, aber... Es ist natürlich eigentlich auch so gedacht, dass man die Planeten-Story-Missionen und die Nebenquests dann dazu macht. Gut, das stimmt. Wir machen ja wirklich jetzt nur die Botschafter-Mission, die Hauptstory, aber man kann natürlich noch massig an kleinen Quests, man kann die ganzen Planeten-Quests machen. Da hat man auch echt lange genug mit zu tun. Also das, was wir jetzt hier machen, ist ja so ein bisschen... ja, Story vorpreschen, ganz einfach aus dem Grund, da wir sind ja jetzt auf dem Planeten auch nochmal hochgestuft worden, insofern können wir das mal machen, dass wir das Ganze ein bisschen vorantreiben. Weil wir haben ja die Stufe. So, und den Weg kennen wir ja. Ja. Hier waren wir jetzt schon öfters. Nee, ich dachte, das ist ein gemein. Wieder einsetzen? Versucht mal ein Hirn zu stehlen. Ihr könntet eins gebrauchen. Es ist durchaus erwähnenswert, nicht, dass ihr denkt, was erzählen die denn alle hier vom klassischen Rollenspiel und viel zu tun und hast du nicht gesehen. Wenn man alles mitmacht, also ich habe am Anfang, als ich meinen ersten Charakter gelevelt habe, habe ich wirklich jede Quest auf jedem Planeten gemacht. Ja, gut, da ist man dann auch mal länger beschäftigt. Genau, wollte ich gerade sagen, da bist du gut lange dran. So, was haben wir hier? Kommt schon, Jedi. Lasst mich nicht warten. Ich warte auf diesen Moment, seit Klage seinen neuen Stern erwähnt hat. Armer Klage. Er ist ein guter Hacker, aber sollte wirklich mehr rauskommen. Er ist schon fast so realitätsfremd wie der Hohe Rat der Jedi. Verratet mir, ist Sio Bakan lockerer geworden? Oder ist er immer noch derselbe alte Stockfisch? Ja...
Es ist die Seuche, die spricht. Nicht ihr. Diese Seuche hat mich erleuchtet. Die Jedi-Regeln habe ich auch vorher schon nicht beachtet. Aber jetzt sehe ich erst, was sie wirklich sind. Aber ich habe nicht die Geduld für Erklärungen. Ihr seid zu einem Ärgernis geworden, das ich loswerden muss. Das Schlimmste, was ihr anrichten könnt, ist, mich eins mit der Macht werden zu lassen, Meister. Dann gebt kampflos auf, wie er sich für einen echten stoischen Jedi gehört. Ich würde mich freuen, euch selbst im Duell zu fordern, aber die Dunkelheit naht. Ich muss mich ganz auf die Vernichtung des Huttenkartells konzentrieren. Tötet ihn. Ich will seinen Kopf, wenn ihr fertig seid. Ach ja, warum schickt er die denn in den Tod? Hm? Das ist aber nicht sehr nett von ihm. Ja, du kriegst noch den da. So. Da haben wir schon wieder einen Anruf. Jedi, hört ihr mich? Ist alles in Ordnung? Klar. Hab ein paar kleine Kratzer abgekriegt. Aber die Macht hat mich beschützt. Ich fasse es nicht, dass Fane das einem anderen Jedi antun würde. Die Mogukai haben gut gekämpft. Herold hat heute viele Punkte gesammelt. Yay, level up. Aber vielleicht hat Fane mit der Verwendung dieses Holotransmitters einen Fehler gemacht. Seht euch diesen Holotransmitter an, Jedi. Drückt den kleinen Schalter an der Unterseite. Mal sehen, ob uns das weiterhilft. Gut, dann drücken wir mal den kleinen Schalter hier unten. Wusste ich es doch. Holiday, meine Liebste, wärst du wohl so nett? Was? Natürlich. Meine Güte, Fane hat seine Spuren nicht gerade gut verwischt. Ich verfolge das Signal zurück. Fane darf nicht noch mehr Schaden anrichten. Als ich Holiday fand, musste ich feststellen, dass diese bezaubernde Frau über ein erstaunlich komplexes Computernetzwerk verfügt. Bei so viel ungenutzter Rechenleistung wäre es eine Schande gewesen, ihr nichts über das Hacken beizubringen. Ich hab ihn. Das Signal kommt aus... Oh, der Schattenstadt. Klingt irgendwie ungastlich. Bin schon Was unterwegs. Auch immer die Schattenstadt ist, Fane wird sich dort nicht lange verstecken. Wartet, Jedi. Ihr könnt dort nicht einfach reinspazieren. Die Schattenstadt ist ein imperiales Gefängnis für die gefährlichsten Gefangenen der Galaxis. Die gefährlichsten Gefangenen. Rein. Das Sicherheitssystem Alles klar. ist das Beste auf ganz Nar Shaddaa. Fein kam dort rein, das kann ich auch. Wenn er es geschafft hat, muss es auch mir möglich sein. Ja. Wir haben ihm gegenüber sogar einen Vorteil. Das Sicherheitssystem der Schattenstadt ist vor allem deshalb so gut, weil es von den klügsten Köpfen entwickelt wurde. Und ich war einer davon. Kommt zurück in mein Büro und wir analysieren das Problem. Außerdem habe ich noch etwas, das euch gegen Fane helfen wird. Alter Verwalter, ja, es ist aber jetzt ein bisschen hin und her hier, ne? Wo geht's denn hier raus nochmal? Da. Mann, Mann, Mann. Naja, Ach. Der musste mich jetzt noch angreifen. Ja. Nimm den Felsen. So, das Büro war wieder in einem anderen Gebiet, ne? Ja. Weißt du noch in welchem? Ich meine, es ist auf der Promenade. Ja, dann ab die Post. Können wir noch hinporten, oder nicht? Ja, mein Port ist nur noch nicht ready. Ach so. Weil, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesagt haben, ist es nicht so, dass der Port auf 0% runter ist. Bei Graben ist das so, weil der eigentliche Besitzer des Accounts da mal ein bisschen Asche für ausgegeben hat. Ich persönlich bin für sowas ein bisschen zu geizig gewesen, von daher habe ich da noch einen Timer drauf, wie das immer so ist. Wie lange denn ist der Timer? Der Timer ist bei mir noch auf 6 Minuten Cooldown. Ach. Ja, 6 Minuten, das ist jetzt auch nicht so das Ding. Das ist nicht die Welt, aber ich wollte es einfach nur mal korrigieren, weil wir in einem früheren Video gesagt haben, das Ding ist immer auf 0% Timer, dem ist einfach nicht so. Gut, jetzt wisst ihr mehr.
Und für Free-to-Play-Account ist er, glaube ich, noch höher, ne? Sogar, oder? Ja, für Free-to-Play-Accounts ist der erheblich höher. Juhu, ich hab's gleich geschafft. Jetzt habe ich aber auch gleich die Schnauze voll mit dem Rennen. Wir müssen danach mal eine andere Folge machen. Da müssen wir vielleicht nochmal hier so einen Flashpoint zeigen. Die sind ganz interessant, finde ich. Und ja, PvP wollten wir eigentlich auch nochmal zeigen irgendwann. Da müssen wir nur Glück haben, dass wir da eine gute Instanz erwischen. Bitte. So. Ich habe den größten Respekt vor dem Huttenkartell, aber das ist... Man sagt, dass ein Jedi hinter der führenden Hand steckt. Wir haben gesehen, wie ein Jedi aus diesen Büros gekommen ist. Fangt an zu reden, Cedrax. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich gehöre zum Huttenkartell und untersuche Gerüchte, laut denen die Jedi hinter der führenden Hand stecken. Cedrax hat für sie gearbeitet. Und nun seid ihr hier. Das muss ich berichten. Ich bin nur mit Dr. Cedrax befreundet. Was diese führende Hand angeht, kann ich euch versichern, dass keine Jedi darin verwickelt sind. Amüsant. Denn es heißt, dass ein Jedi-Meister dahinter steckt. Ich bin ja kein Jedi-Meister, aber... Die Jedi haben nichts mit der führenden Hand zu tun. Meldet das euren Vorgesetzten. Ich schätze, die Jedi haben nichts mit der führenden Hand zu tun. Es tut mir leid, euch gestört zu haben. Ja, ich will drum bitten. Jetzt verschwinde. So, was hat er zu labern hier? Das war knapp. Das Huttenkartell kommt Fane auf die Schliche. Und für einen Moment habt ihr fast wie er geklungen, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Holiday hat Fanes Aufenthaltsort bis in den Wohnbezirk der Schattenstadt zurückverfolgen können. Zwischen uns und ihm liegen unzählige Kameras, Wachen und verrückte Gefangene. Ja, hier. Let's do a plan hier. Ihr kümmert euch um die Kameras. Ich übernehme die Gefangenen. Die Wachen müssen wir irgendwie ablenken. Eure Herangehensweise gefällt mir. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit, um euch Fanes Geisteskontrolle zu entziehen. Ui. Eine Kleinigkeit? Ihr seid so bescheiden, Tara. Ich habe mit Meister Sio Bakan Rücksprache gehalten. Und dieses Exotech-Gerät entwickelt, das uns vor Fanes Gehirnwäsche schützen sollte. Wie kann ein Gerät den Einfluss eines Jedi blockieren? Es lähmt den Teil des Vorderhirns, der aktiv wird, wenn ein Jedi jemanden seinen Willen aufzwingen will. Fane wird einen kurzen, starken Schock erleiden. Die Schattenstadt. Eigentlich wollte ich sie mir nie persönlich ansehen, aber ich bin bereit, wenn ihr es seid, Jedi. Ach, er ist jetzt auch automatisch mein Gefährte geworden. Ja, dann lassen wir ihn erstmal drinnen. Vielleicht hat er ja noch was zu sagen zu den verschiedenen Sachen. Er steht auch auf Heilen. Ja, also die Rolle bleibt, die ich eingestellt hatte, ne? Ja. Schätzungsweise. Alles klar. So. Also du musst Theron zurzeit sogar mitnehmen? Achso, muss ich sogar? Ja, ist ja kein Problem, mein Gott. Ja, nein, du musst sie mitnehmen. Das ist relativ häufig so, dass du gewisse bei gewissen Story-Missionen schlichtweg einen bestimmten Gefährten dabei haben musst. Er sagte ja auch gerade, er muss dafür Fane in Person sehen. Von daher, wenn du ihn nicht dabei hättest, dann würdest du auch eine Meldung bekommen, du brauchst Gefährte XY. Alles klar. Gut, zum Beispiel wir müssen mal wieder runter. Ja, wir müssen mal wieder reiten.